ÖVP-Bundeskanzler Nehammer hat in Brüssel mal wieder einen Bauchfleck der Sonderklasse hingelegt. Die illegale Migration in Österreich floriert und Selenskyj spricht vom totalen Krieg. Die Leidtragenden sind wie immer die Österreicher. Und genau darüber sprechen wir heute mit unserer freiheitlichen Europasprecherin Petra Steger. Liebe Petra, beginnen wir gleich einmal mit dem überaus peinlichen Auftritt von Kanzler Nehammer im Zuge des EU-Gipfels in Brüssel. Zuvor hat er ja mal wieder sehr hohe Töne verkündet und viel auch angekündigt, aber im Endeffekt ist er mit seiner Forderung nach Außengrenzen, EU-Außengrenzen, gescheitert. Wieder mal peinlich und wieder mal typisch, oder? Ja, absolut. Ich glaube, das passt allerdings in die Gesamtperformance dieser Bundesregierung, die ich nur noch als unterirdisch bezeichnen kann. Aber ich glaube auch gar nicht, dass Bundeskanzler Nehammer wirklich in die EU gefahren ist, um dort eine Zustimmung abzuholen. Denn wenn man sich die EU-Hörigkeit der ÖVP anschaut, dann fahrt sie genau aus einem Grund nach Brüssel und das ist Befehlsabholung. Nur dann, wenn es ihnen opportun scheint oder wenn jetzt die europäische Linie vielleicht nicht ganz so gut in Österreich ankommt, ja, dann spielt sie sich im Vorfeld ein bisschen in Österreich auf, dann versucht sie über die österreichischen Medien eine andere Linie zu verkaufen, nur um dann schlussendlich auf EU-Ebene dann doch wieder zuzustimmen. Wenn man wirklich wissen will, wie die ÖVP-Linie ausschaut, dann braucht man sich ja auch nur ihren ÖVP-EU-Delegationsleiter Ottmar Karas und seine Wortmeldungen anschauen, weil der ist nicht nur in der Vergangenheit gerade im Thema Asyl sehr verhaltensauffällig geworden, indem er immer wieder von mehr Migration gesprochen hat, von legalen Flüchtlingsrouten, Flüchtlingsverteilung und. Und auch jetzt ist er, wie gesagt, wieder verhaltensauffällig geworden bei diesem tragischen Erdbeben in der Türkei, wo er sofort wieder von legalen Flüchtlingsrouten gesprochen hat und davon geredet hat, dass man Millionen Türken jetzt eine Visumserleichterung auch geben soll, was natürlich eine katastrophale Auswirkung auch in Österreich hätte, gerade in einer Zeit, wo bei uns wirklich viele Menschen in die Armut getrieben werden, Stichwort Inflation, wo wir selbst in der größten Asylkrise aller Zeiten setzen, wäre das natürlich das vollkommen falsche Zeichen. Aber insgesamt ist auch die EU-Politik der ÖVP dadurch geprägt, dass wir einfach eine Verantwortungsabschiebung Richtung EU erleben. Das, was wir sagen, wir brauchen, wenn die Europäische Union versagt, endlich eine gute Asylpolitik in Österreich. Wenn die Europäische Union keine Festung Europa zustande bringt, dann brauchen wir die Festung Österreich. Aber die bringt die Bundesregierung ja nicht auf die Reihe. Weil zu uns kommen ja nach wie vor tagtäglich illegale Migranten über unsere Grenzen, die ja offen sind wie Scheunentore. Also so wichtig kann es der ÖVP ja nicht sein, oder? Ja, selbstverständlich wäre es auch Aufgabe der Europäischen Union, für einen effektiven EU-Außengrenzschutz zu sorgen und vor allem auch für den dringend benötigten Paradigmenwechsel hin dazu, dass nicht jeder, der einen Fuß auf europäischem Boden setzt und Asyl schreit, dann nie wieder rauszubringen ist. Doch leider sind wir davon weit entfernt. Die Europäische Union hat ja auch selber wieder vor kurzem, als das Thema Außengrenzschutz war, zwar sich für einen Außengrenzschutz ausgesprochen, aber gegen bauliche Maßnahmen. Ich weiß nicht, wie das ausschauen soll. Es kann dann ja nur ein Empfangskomitee sein oder ähnliches. Also ein effektiver Außengrenzschutz wird das sicher nicht. Aber das entlastet auch Bundeskanzler Nehammer und diese Bundesregierung nicht davon, ihre Verantwortung in Österreich wahrzunehmen. Also es ist immer diese Verantwortung abschieben in die Europäische Union. Denn wieso hat Österreich mittlerweile in der Europäischen Union die höchste Pro-Kopf-Belastung, was Flüchtlinge anbelangt? Wir sind mittlerweile bei ungefähr 110.000 Flüchtlingen angekommen. Das ist, wie gesagt, die größte Pro-Kopf-Belastung, aber wir erreichen mittlerweile auch die Gesamtanzahl von Deutschland und normalerweise rechnet man da mit einem Faktor 10. Also wir sind massiv belastet und da hätte es sehr wohl diese Bundesregierung, dieser Bundeskanzler Nehammer auch in der Hand, Maßnahmen zu setzen. Aber stattdessen laden sie alle ein, stattdessen verteilen sie Goodies aller Klimabonus, der noch dazu sorgt, dass immer mehr nach Österreich kommen. Ja, anstatt sich auch auf EU-Ebene darum zu kümmern, dass die Asylproblematik endlich in Angriff genommen wird, kümmert man sich lieber wieder um die Ukraine. Der Präsident Selenskyj war ja im EU-Gipfel auch eingeladen. Er hat dort auch eine Rede gehalten und er hat bei seiner Rede vom totalen Krieg gesprochen. Und die EU-Eliten haben sich vor Freude und Jubel kaum halten können. Sie haben dort applaudiert, sie haben ihn beklatscht, sie haben ihn als Held gefeiert. Wir werden da immer mehr in einen Krieg hineingezogen, oder?
Ja, und das ist mittlerweile extrem bedenklich, was da vor sich geht. Offenbar überschlagen sich mittlerweile alle in der Europäischen Union dahingehend in der Kriegsrhetorik, in Waffenforderungen oder auch in Fotos und Besuchen von Selenskyj. Also wir erleben da eine gewaltige Eskalationsspirale, in der auch Österreich als neutrales Land von dieser Bundesregierung immer weiter hineingezogen wird. Man nehme nur ein paar Beispiele her. Eine Von der Leyen zum Beispiel, die erst in ihrer Rede zur Lage der EU davon gesprochen hat, dass Europa siegen wird gegenüber Putin. Man erinnert sich an die Baerböck aus Deutschland, die entweder aus Unfähigkeit oder aus schlechtem Englisch heraus, man weiß es nicht, manche sagen auch beides, fast Deutschland und damit auch ganz Europa in den Dritten Weltkrieg geführt hat, indem sie gesagt hat, Europa befindet sich im Krieg mit Russland. Aber auch unsere Bundesregierung und unser Bundespräsident sind ja um kein Deut besser. Seit Beginn an, seit Ausbruch des Krieges, hat Bundeskanzler Nehammer wie ein Elefant im Porzellanladen unsere Neutralität mit Füßen getreten. Und auch unser Bundespräsident ist mehr als einmal verhaltensauffällig geworden. Alleine wenn man jetzt an die letzten Wochen denkt, wo er als, er ist ja nicht irgendwer, er ist der Oberbefehlshaber unseres Bundesheeres, in die Ukraine gefahren ist, dort unsere Solidarität ausgesprochen hat und auch unsere versucht hat, unsere Neutralität neu zu definieren, indem er gesagt hat, unsere Haltung wäre nicht neutral. Also ich halte das für schwerst verwerflich und schwerst bedenklich und eine Gefahr für unsere Neutralität. Und ich frage mich, was der Hintergrund von dem ist. Also entweder sind die EU-Eliten und die NATO ihnen alle näher als die eigene Verfassung oder als die eigene Bevölkerung, aber man kann unsere Neutralität, die unterliegt nicht seiner Interpretation, die kann er nicht interpretieren, wie er will. Ja, es ist ein völkerrechtlich bindendes Abkommen, das beinhaltet, dass auch Österreich und unsere Politiker und natürlich auch unser Bundespräsident diese glaubhaft lebt und vermittelt. Und genau das tun sie nicht und damit muss auch eine kriegsführende Nation unsere Neutralität nicht mehr anerkennen. Und da bewegen wir uns auf einem sehr gefährlichen Glatteis. Es ist sehr gefährlich und auch sehr teuer, denn die Europäische Union schickt ja Milliarden Euro an Geldzahlungen in die Ukraine und dabei ist halt auch österreichisches Steuergeld, schwer verdientes österreichisches Steuergeld. Und jetzt versinkt nicht nur die EU immer mehr im Korruptionssumpf. Laut einem UNO-Bericht ist die Ukraine eines der korruptesten Länder weltweit. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, was dort mit unserem Geld passiert, wo das dann im Endeffekt wirklich landet, oder? Nein, wir haben tatsächlich keine Ahnung, was mit unserem Geld passiert. Ich meine, man muss sich das wirklich noch einmal genau anschauen. Wir überweisen Milliarden an die Europäische Union. Die Europäische Union überweist Milliarden an die Ukraine. Zum Großteil nur noch auf Schulden, auf Pump. Das sind Schulden für die nächsten Generationen. Und wir haben keine Ahnung, was mit diesem Geld passiert. Und wie du richtig gesagt hast, es ist eines der korruptesten Länder weltweit. Das hat man jetzt wieder gesehen in den Zeitungen, haben sich die Medien überschlagen mit Berichten, dass Selenskyj auch alle möglichen Regierungsmitglieder entlassen hat wegen Korruption. Aber gerade ungefähr ein halbes Jahr vor Ausbruch des Krieges waren nicht irgendwelche Regierungsmitglieder in den berühmten Panama Papers Thema, sondern Selenskyj selber, der unter schwerem Korruptionsverdacht auch gestanden ist. Und wir überweisen trotzdem Milliarden hin. Auch gab es vor kurzem einen Bericht der Financial Times, der auch darüber berichtet hat oder die Vermutung aufgestellt hat, dass Milliarden an EU-Hilfsgeldern an der FTX-Kryptobörse verspekuliert wurden. Und genau aus diesem Grund habe ich auch Bundesministerin Edtstadler in der letzten Fragestunde gefragt, ob es Kontrollmechanismen gibt, die sicherstellen, dass unsere Gelder, wenn wir sie schon hinzahlen in diesem Ausmaß, auch wirklich sinnvoll eingesetzt werden oder dass wir wissen, was mit ihnen passiert. Und dass wenn solange diese Vorwürfe, auch diese Korruptionsvorwürfe nicht aufgeklärt sind, dass wir auch kein Geld mehr überweisen sollten. Das war auch meine Forderung. Sie hat mir daraufhin geantwortet, gesagt, ich garantiere Ihnen, dass jeder Cent auch dort ankommt, wo er hingehört. Na gut, das hat sie in der Fragestunde behauptet. Ich werde jetzt in Zukunft alle zwei Monate eine Anfrage an Sie stellen und Sie um eine genaue Auflistung bitten, was genau mit jedem Cent unseres Geldes passiert. Wenn sie das nicht beantworten kann, dann hat sie wohl mal wieder die Unwahrheit gesagt. Wie in der Vergangenheit schon so oft, wie wir es von dieser Regierung bereits kennen. Liebe Petra, ich glaube, die letzten Minuten haben eindeutig gezeigt, die FPÖ ist wirklich die einzige politische Kraft in Österreich, die sich für die Neutralität einsetzt und dafür, dass unser Geld auch für unsere Leute eingesetzt wird und nicht weiter in diese Kriegstreiberei und Eskalationsspirale mit einstimmt. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Danke ebenfalls.